würde mich auch mal voll interessieren, weil man hört ja immer, wenn jetzt zum Beispiel Muslime zum Christentum wechseln, die haben ja mit viel Hass, sag ich mal, zu kämpfen. Und man beobachtet auch in Deutschland, dass sehr viele Christen auch Fußball haben. Und jetzt wollte ich mal fragen, ja, natürlich, hast du da was durchgemacht mit deinen Eltern zum Beispiel, mit deinen Bekannten, Freunden? Hast du da Probleme meine ganzen bekommen? Freunde haben so ein bisschen... Meine Freunde haben sich so ein bisschen von mir distanziert, aber weil ich auch die Aufklärung über den Islam dann gestartet habe, ne, und dass alles ja Muslime sind. Und die das so ein bisschen halt problematisch finden. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich muss ja zu der Wahrheit stehen und muss ja auch die Finsternis aufdecken, so wie der Herr Jesus Christus das von uns verlangt. Weil die Menschen schweben in allergrößter Gefahr, wie ich es zu Anfang gesagt habe. Ne? Weil wenn sie ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehen, werden sie ja für all ihre Sünden bezahlen. Und da hat der Herr einen Ort geschaffen, wo der Sünder bezahlen kann. Aber er kommt dann nie wieder raus. Das ist das Problem, was wir haben. Deswegen müssen wir zur Wahrheit gehen. Dann haben wir einfach diplomatisch, aber dann habe ich das so geregelt. Ne? Aber im Iran, so meine gesamte Familie im Iran, sind alles, ja, sind alles Muslime. Das ist heftig. Ich weiß auch gar nicht, wie die reagieren würden, wenn die mich so, wenn die wissen, dass ich so den Islam verlassen habe. Vielleicht würden einige auf die Gedanken kommen, mich umzubringen. Das ist heftig, ey. Du hast dich stumm geschaltet. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, die Familienseite im Iran, die dort lebt. Ich weiß gar nicht, wie die damit umgehen würden, wenn ich zum Beispiel denen sagen würde, dass ich den Islam verlassen habe. Ne? Sechste Kreuz, ja, natürlich. Ich trage ein Kreuz, damit ich mich immer wieder daran erinnere, was der Herr Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat. Wie die beleidigen. Gott segne dich, aber du musst leider stumm geschaltet werden. Sunni ist das richtige Islam und Iran nicht. Ja, komisch, dass die Schiiten aber sehr gut bewandert sind, in euren Büchern reinzuschauen und euch den letzten Schund da drin zu zeigen, ihr Sunnis. Ne? Aber auf beiden Seiten ist das so. Sowohl die Sunniten können in die Quellen der Schiiten eintauchen, als auch die Schiiten in die Quellen des Sunniten. Und wenn wir dann drauf schauen, dass beide sich dann, also beide dann zeigen, was so abgeht in den Büchern, da kriegen wir nur Kopfschütteln und können einfach nur noch, ja, mit Entsetzen darüber, also mit Entsetzen das Ganze betrachten, wie die sich da gegenseitig zerbomben. Ich bin Muslim. Ehrlich? Ja, ich überlege, ob ich von dem Glauben austrete. Ich gucke mal deine Sendung. Das wäre die beste Entscheidung deines Lebens. Das wäre die beste Entscheidung deines Lebens. Weil alles, was du da sagst, du sagst ja die Wahrheit. Du liest ja auch von diesem Buch, ne? 1:1. Und da widersprichst du ja nichts. Du sagst nur die Wahrheit. Und ja, das ist so. Aus welchem Land kommst du denn? Türkei. Aus welchem Land kommst du denn? Türkei. Türkei? Ja. Ah, okay. Also, meine und Familie ist gläubig. Was okay, ja. Was bewegt dich denn dazu? Was hast du denn selber so als kritischen Punkt gesehen, wo du sagen kannst, das ist mit meinem Gewissen überhaupt nicht mehr zu vereinbaren und ich kann nicht an den Islam glauben? So was, das ist der absolute Wahnsinn. Was war so ein Grund dafür, dass du den Islam verlassen würdest? So? Oder was wäre ein Grund? Das sind die ganzen Hadithe. Das widerspricht sich, weil was Mohammed da mit 9 Frauen, der hat ja mit 9 Frauen in einem Abend Sex gehabt. So steht das drin. Das war ja ein richtiger Draufgänger, ne? Der hatte dicke Eier und dann hat er die Frauen irgendwie. Und das ist ja nicht sein. Kurz mal die Frauen. Ja, versuch mal ein bisschen so lockerer zu reden. Okay. Ja.
Also erstmal das und Aisha war 6, mit 9 hat er irgendwie die Heirat vollzogen. Und das kann doch nicht wahr sein. Und im Koran steht ja nirgendwo drin, Alter von Mädchen, wie alt sein sollte. Ne? Und ein Mann kann auch 100 Jahre alt sein, trotzdem mit einem Kind verheiratet sein. Und das sehen die ganz normal. Ne? Hörst du nicht? Ja, habe ich nicht schon mal mit dir geredet? Nein. Bist du nicht jemand, der nur an den Koran glaubt? Nein, nein. Nein, nein, wir haben noch nicht geredet. Ich schaue dir mal zu, wir haben noch nicht miteinander geredet. Ja. Also, ich dachte, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ach so, nee, nee. Und allein das. Okay, das also du siehst, dass das Vorbild Mohammeds ist für dich ein Grund dafür, den Islam überhaupt gar nicht so für dich als Religion anzuerkennen, ne? Richtig, ja. Also es ist ja auch noch nie, okay. Die Wissenschaft hat ja noch nie bewiesen, dass es sowas gibt. Die haben ja nichts von Mohammed irgendwie. Es gibt keine Forschung. Allein die Ägypter, das ist ja noch älter, ne? Also, ja. Das widerspricht sich. Erstmal darfst du Bier trinken oder Alkohol, ne? Und dann wurde es irgendwie Haram, irgendwie. Darfst du es trotzdem nicht Haram. Trinken? Haram. Haram. Haram, sagt er. Haram. Haram. Ja, aber ja, der Allah ist wie so ein menschliches Wesen. Der weiß erstmal gar nicht, was er da überhaupt anordnet. Der ordnet an, irgendwie, dass Alkohol so erlaubt ist. Also von den Früchten der Dattelpalmen sollen die Muslime sich dann so Rauschtrank und gute Speise zubereiten. Später revidiert er seine Meinung und war sich eigentlich nicht bewusst, dass er eigentlich das Werk von Satan erlaubt. Da muss man allen Ernstes fragt man sich ja, Allah, bist du noch, ist da alles noch in Ordnung oder was ist da los? Also ja, da merkt man diesen menschlichen Ursprung dahinter, ne? Ja, wer sagt das so? Allah sagt immer die Wahrheit. Warum widerspricht er sich? Warum sagt er nicht gleich dem? Also, dass es so ist. Und nicht gleich, war doch anders, ne? Doch Haram. Das kann doch nicht wahr sein. Und außerdem? Ja, das ist das. Und da gibt es ja diese Kunst der Abrogation in Sure 2, Vers 106. Ja. Dass wenn zwei Passagen sich widersprechen, löst die andere, die später gekommen ist, die frühere ab. So sieht's aus. Das ist das Prinzip von Nasikh wa Mansukh. Ja, und zweitens, warum ist der Koran arabisch? Warum nicht chinesisch? Von jedem Land, von jeder Sprache. Weißt du? So, dass es jeder lernen kann. Ja, der Allah sagt ja, dass der zu jedem Volk, der Mohammed sagt, also der Allah sagt ja, dass er zu jedem Volk findet, dass er auch einen Gesandten gesetzt hat. Und die Muslime glauben an 124.000 Gesandte und Propheten. Ja, wo sind die ganzen Bücher von Allah hin? Wer ist denn der Prophet überhaupt von den Chinesen, von den Russen, von den Mongolen? Wer sind diese Leute überhaupt? Wo sind die ganzen Schriften hin? 124.000 Propheten und Gesandte. Wo sind die Bücher von Allah? Alle verfälscht. Was ist das? Du kannst ja auch ein Buch schreiben. Nur Allah hat es nur fertig gebracht, seinen Koran zu bewahren. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Also ich sehe das so, das hat ein Mann, ein arabischer Mann, für sich geschrieben, wo er ganz viele Frauen haben kann. Für Männerbild war das wunderbar, aber für Frauen nicht so. Ich bekomme ja meine 72 Jungfrauen da oben, was bekommen dann die Frauen da oben? Ja, ihren letzten Mann in der Dunja, das ist das. Ja, und außerdem? Und diese letzte Frau in der Dunja wird dann ihren Mann anfeuern, wie er die 72 Jungfrauen da zerbomben wird. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Das ist, ja, danach leben die ja, ne? Im Grunde genommen, wenn ich jetzt sterbe oder Dschihad mache, komme ich ja so ein Paradies da, 6 am Lotto, ne? Das ist ja wie eine Sekte. Ja, was meinst du, warum die meisten so Terrorgruppen alle die Schahada wollen? Weil die wissen ganz genau, dass es nur einen Weg gibt, um sicher ins Himmelreich zu bekommen, um die Krone der Ehre auf den Kopf gesetzt zu bekommen von Allah. Und das ist durch den Dschihad, sich selbst zu töten und getötet zu werden. Richtig, und davon wollten die nicht. Alles andere bringt nichts. Alles andere bringt nichts, weil Allah sagt in Sure 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch vergeben. Vielleicht werde ich eure Missetaten zudecken. Aber da gibt es einen sicheren Weg, in dem du mit Allah einen Vertrag eingehst. Und da kannst du kämpfen gehen und dein Leben und dein Besitz dafür einsetzen, den Vertrag mit Allah einzugehen. Dein Leben und dein Besitz fürs Paradies zu erkaufen. Es reicht, wenn du für deinen Glauben kämpfst. Das ist, du beschützt ja deinen Glauben und das ist ja dein Recht. Und dann kommst du auch ins Paradies. Das ist auch so ein sicherer Weg.
Ja, so wie sich das anhört, hast du schon eigentlich den Islam verlassen. Weil wenn du Mohammed kritisierst für sein Handeln, dann bist du raus aus dem Islam und ein bisschen Kafir in deren Augen. Ja, ich sagte aber nichts. Keiner weiß, was man also mehr so. Ja, du kannst ja nicht öffentlich einfach sagen, ja, der Mohammed hat dies, der Mohammed hat das und damit habe ich ein Problem. Sowas würde niemals ein Muslim sagen, es sei denn, er hat sich schon entschieden, aus dem Islam auszutreten. Nee, ich denke, dass du auch deine Entscheidung schon getroffen hast. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Also, ne, das ist, hast du ja gehört, ne? Also, und viele, die hier bei mir in der Gegend wohnen, die gehen nach Freitagsgebet in die Spielhalle. Zocken. Die gehen beten und dann Tipico und sowas. Ja, das ist echt heftig. Ja. Sagen, ach, Mensch, ja, ich doch irgendwie keine Ahnung. Geh noch mal kurz danach zum Kloster in die Spielhalle. Ja. Ja. Ja, aber da siehst du mal, das sind auch nur Menschen, so, weißt du, was ich meine? Aber das Problem ist, dass der Islam es nicht so beibelässt, dass sie eines Tages von Gott dafür verurteilt werden. Wenn eines Tages die Scharia irgendwann mal eingesetzt wird und sie dabei erwischt werden, dann handeln die Muslime und werden sie umbringen. Das ist krank. Ja, so im Koran ist der Schnitt auch wieder Töber, ne? Töber heißt, verzeih mir. Tauber. Du kannst ja auch... Tauber heißt Reue. Ja, Tauber heißt Reue. Du kannst alles machen, was du auf der Welt, also alles Böses machen und dann eine Töbe machen, Reue. Und dann kommst du wieder, das ist ja, darauf berufen die sich immer. Ja. Als wenn die mal Scheiße bauen und sagen, hier, halt mal gerade. Ja. Naja. Das ist immer so eine Sache, ne? Das widerspricht sich. Und wenn du, wir dürfen noch nicht mal, also ein Moslem darf noch nicht mal einen alten einkaufen, weil der Alkohol ist. Und auch in der Bäckerei nicht einkaufen, weil die Leute sich nicht gewaschen haben. Das Essen nicht essen. Das wissen viele nicht. Und McDonald's sowieso verbot, weil kein Halal-Fleisch. Ne? Und wir müssen eigentlich mit dem Thema in der Moschee einkaufen. Aber wenn du, ja. Ne? So, ich hole dich später wieder. Ich muss kurz was erledigen. Alles gut. Okay, mach das. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. Ja, aber da seht ihr, ne, dass sehr, sehr viele kritische, Geister sich hier in Deutschland befinden, beziehungsweise Europa, die dem Islam sehr, sehr kritisch entgegenstehen. Und das ist auch gut so. Die sollen sich Gedanken machen darum. Und ich komme gleich wieder.
Daniel. Jason Statham, aka Dr. Scherer, war mir der Transporter. Ist das herrlich. Dankeschön für die ganzen Likes, ihr Lieben. Danke für die ganzen Geschenke, wundervoll. Moin, hast du 5 Minuten? Ich habe immer 5 Minuten für euch. 5 Minuten, Tarina, habe ich für euch. Alle Ehre, Christus. Der Name ist schon wundervoll. Da muss man so... Ja. Hi. Guten Morgen, Arne. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich auch? Ich höre dich super. Endlich bin ich mal reingekommen. Ey, das war jetzt aber auch eine harte Arbeit. Ich habe schon ja, gestern versucht, davor... Gott hat seinen Zeitpunkt und du darfst niemals aufgeben. In keinen Aspekten deines Lebens. Ja, wie geht es dir, Arne? Alles gut bei dir? Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Amen. Ja, ich wollte dich mal fragen, hast du diese Fernsehshow gesehen mit dem Ägypter? Das war ein Atheist gewesen, der war im ägyptischen Fernseher und da war auch ein Imam. Ja, du hängst gerade, hörst du mich? Hörst du mich? Ich muss meine Kopfhörer, jetzt höre ich dich. Okay. Hast du die Fernsehshow mit dem Ägypter? Das war ein Ägypter. Da war ein Imam in der Fernsehshow und da kam dann so ein Atheist rein und der meinte dann so, ja, der wollte dann den, also eine Welt an sich halten. Ja, der meinte dann so, ja, laut Jesus kein Gott etc. Und meinte, wie die den da behandelt haben, ja, das ist ein kranker, du wirst die Psychiatrie. Kurz danach musste der ihn verlassen, wollte den deswegen halt wirklich töten, ne? Weil der gedacht hat, der glaubt nicht an Gott. Hammer, ne? Ja, da siehst du mal, ne? Das Atheisten, wenn die Muslime sehen ja Atheisten als das Schlimmste vom Schlimmsten. Also bei uns erlauben, also uns den Schriftbesitzern erlauben die ja noch Jizya zu bezahlen, Kopfsteuer. Aber für die Atheisten gibt es nur die Verdammnis direkt. Hast du gesehen, wenn Trump abging, der ist ja voll durchgedreht. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen. Sehr, sehr schlimm. Was für ein Geist da in sich ist. Ja, das ist stark, man merkt ja nicht. Aber gut, er ist auch nur ein Mensch. Er ist auch nur ein Mensch und natürlich brennt dann auch in ihm etwas durch. Aber ja, der Geist diesen Menschen ist alles derselbe. Ne? Merkst du, die kommen hier rein, die in den Kommentaren, du Punkt, Punkt, so und du dies, du das. Das ist bei denen gang und gäbe. Hast du schon mal Christen gesehen, die dann auf einmal in den Kommentaren sowas schreiben? Habe ich noch nie gesehen, noch nie. Daran merkst du halt auch, dass die Muslime halt einer Religion folgen und nicht dem Gott. Ja, die folgen einfach nur irgendeiner Religion, die der Satan erfunden hat, um Menschen drin zu führen. Das sieht man ja auch, das merkt man auch. Ja, kein Geist der Liebe, die sind voller Hass, Leid, Ohren. Und was Syrien, Irak und Afghanistan und deine Heimat abgeht, brauchen wir gar nicht erst erwähnen. Die muslimischen Länder sind ja sowieso die schlimmsten Länder überhaupt. Ja, habe ich doch gesagt, wir müssen nur den Muslimen die Rechte geben, die sie den anderen, die... ...Rechte in ihren... Ja, ich kann dich leider nicht ...Ländern hören. Geben. Du hängst total an mir, ich kann dich leider nicht hören. Gucken, wie lange sie noch... Steven?
Kette habt ihr bezahlt? Das ist ein Geschenk von meiner Mama. Die hat sie mir geschenkt aus Iran. Was für ihr bezahlt ist das einer? Meine Mama hat mir ein Kreuz mitgebracht, weil sie das irgendwann mal auch akzeptiert hat. Ne? Klar. Warum nicht? Warum sollte meine Mutter mir sowas denn nicht geben? Du warst nie Moslem, du Käfer. Ja, vielleicht warst du nur. Du bist der einzige Moslem. Es gibt keine Muslime auf der Welt. Nur du bist Muslim. Ich sag dir, selbst wenn Yasser Qadi, Dr. Yasser Qadi, der mehr Titel hat als ihr alle zusammen, als die ganze muslimische Umma, wenn er den Islam verlässt, sagen die Muslime, er war niemals Muslim. Obwohl er den Islam und den Koran auswendig kennt. Bei Muslimen ist niemals jemand Muslim. Ist das geil, ist das Hammer. Herrlich, herrlich, herrlich. Ey. Ja. Ja. Ich wollte sagen, so genau. Ländergrad ist ja krank. Die Christen machen ja gar nichts. Die können ja einfach mit dem Jesus Christus folgen, was passiert werden will. Für was denn das doch? Die tun doch keiner Menschenseele etwas zu leiden. Warum hat man so einen Hass gegen die Menschen? Ja, weil sie den Herrn Jesus Christus vor uns schon gehasst haben. Der Herr hat uns ja schon gewarnt, dass wenn wir ihm folgen, dass die Menschen uns hassen und uns auch verfolgen und gegebenenfalls auch umbringen werden. Steht ja auch im Neuen Testament, denn wer meinen will, stirbt, der wird ja das Himmelreich erben. Ganz genau. Ja, das Neue Testament. Wer Haus und Hof, wer Haus und Hof und alles verliert um des Namens Jesu Christi willen, der wird es hundertfältig zurückbekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das auch. Das ist ein Hadith, der wird aber total, sag ich mal, vereinigt. Der wird auch leider von den meisten als unauthentisch eingestuft, besonders halt von Muslimen. Weil der wird dann, der ist auch schwer zu finden, aber wenn man ein bisschen recherchiert, findet man, der wird aber leider von den meisten als unauthentisch eingestuft, wegen dieser Perversion halt, ich erzähle einfach kurz. Das geht auch übrigens bei Imam zu, wenn es damals zu Mohammed sein Zeitalter, wenn es den Menschen seelisch sehr schlecht ging, also nicht körperlich, sondern seelisch. Guck mal, also was, dann soll ich zu dem Propheten Mohammed gehen, der hat mich dann gebannt. Was nur, was bis zu dem Italien verdenkt ist, dass man in Italien halt gesehen konnte. Und dann wollte der Mohammed sich halt verbeugen, sich immer zu beten. Hinter ihm soll man sich dann verbeugen. Und dann soll man mit, wenn man sich dann verbeugt, würde der Gewand etwas hochziehen, sodass der Hintern halt rauskommt. Und dann soll man mit seinem Finger über sein After streichen, denn da ist der Segen drin enthalten. Krank, ne? Ja, es gibt natürlich sehr, sehr komische Überlieferungen, ne? Aber du siehst, sobald etwas problematisch wird, werden die es sowieso als unauthentisch abstempeln. Obwohl es in den Büchern verzeichnet ist. Wenn das alles unauthentisch ist, warum erwähnt man das dann überhaupt in seinen Büchern oder nimmt es auf in den Büchern? Es ergibt doch alles gar keinen Sinn. Dann sollte man das doch gar nicht erst überliefern oder beziehungsweise in den Büchern verzeichnet haben. Genau. Ja, wenn es sowieso unauthentisch ist, warum versucht es dann in den Büchern? Genau,
die schämen sich halt was, weißt du, und deswegen die das als unauthentisch einschätzen, weil die denken, das kann doch nicht wahr sein, weißt du, was ich meine? Das Ding, das ist doch krank. Ich hab mir sowieso das Buch von Christian Prinz bestellt, das ist ja sowieso der Buch. Also wenn man das mal richtig durchliest, dann kann man jeden Moslem argumentativ beurteilen. Ja, natürlich, da hast du einen sehr, sehr gute, also sehr, sehr gute Informationen und da kannst du gut von lernen und das auch in deine Diskussion einbauen. Wenn du das Buch durch hast, dann bist du eigentlich besser als jeder Imam und Sheikh auf der Welt. Leider gibt es das Buch nicht mehr von Christian Prinz, was du übrigens hast. Ich glaube, wissenschaftliche Wunder im Koran heißt, das gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich wollte es natürlich nicht bestimmen. Ach, echt? Ja, das gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch dieses Text von Allah auf Englisch und Allahs Täuschung auf Deutsch. Aber das wissenschaftliche Wunder im Koran gibt es nicht mehr. Warum? Ja, da muss man ihn mal fragen. Da muss man ihn mal fragen. Der ist doch jeden Tag live. Da kann man ja mal in seine Live-Show gehen und ihn fragen, was da los ist. Mit der deutschen Ausgabe. Mein Englisch ist leider sehr schlecht. Ich könnte ja, du kannst ja Google Übersetzer, du kannst ja was in Google reintippen und dann einfach übersetzen lassen. Der versteht das dann schon. Ich hoffe, dass sein Buch auf Deutsch rauskommt. Das Sex auf Allah, das gibt es ja bis jetzt nur auf Englisch. Ne? Damals gab es das auch auf Deutsch. Echt? Ja, ich hab's auf Englisch. Ich habe beide Bände auf Deutsch. Ja, da hast du nicht gut, dass du gut gekauft hast. Du bist ja sowieso besser wie jeder Imam von dem Christen, ja. Nein, das nicht, aber ich denke, ich kann schon so ein bisschen mithalten, kann ich auf jeden Fall schon. Also rein religiös sehe ich auf dich schon ein bisschen neidisch, oder so viel Wissen von dem Herrn Jesus Christus und auch über den Islam, also so viel Hintergrund. Nein, keiner von uns. Wer ist denn wahrhaftig wissend von uns? Keiner ist wissend. Nur Gott ist allein der Wissende. Aber man eignet sich jeden Tag umso mehr an und trainiert das Ganze. Das ist nur so ein Training, was man dann so vollzieht. Das stimmt schon, aber du bist halt auch sehr wichtig, weißt du, durch deine Arbeit haben halt super viele zu lernen gefunden. Denn die Leute sollen halt auch wissen, was auf der Bahn steht und alles. Ich glaube, was das bei mir ist? Ich glaube, mein Äußeres erstens das sowieso und zweitens meine Art und Weise, wie ich das halt rüberbringe. Diese zwei Komponenten zusammengepaart haben das Ganze dann sehr, sehr brutal nach vorne brechen lassen. Verstehst du? Genau, du bist halt sehr lieber und humorvoller Mensch. Das ist halt auch viele andere. Ja, so kann man es aussehen, ja, so kann man es aussehen. Ich denke, dass sie dadurch sehr, sehr angetan waren, dass da jemand ist, der auch seinen Mund aufmacht und keine Angst hat so über die Konsequenzen. Muss sich trauen, das ist das. Was ich bei dir zum Beispiel krass finde, ist, du liebst den Herrn Jesus Christus so sehr, dass du damals fast dein Leben verloren hast. Du hörst trotzdem nicht auf. Du bist ja nicht, hast ja dadurch nicht gesagt, boah, das wird mir jetzt hier zu heikel, ich kann dadurch mein Leben verlieren. Nein. Du hast gesagt, lieber verliere ich mein Leben, als wie dass ich irgendwie den Tod gehe. Also, schon. Du meinst zurückweiche. Du verlierst dein Leben, als wie dass du dich da irgendwie, dass du die Arbeit aufgibst. Dir ist dein Leben nicht wichtiger. Weißt du, was ich meine? Du könntest auch einfach sagen, das wird mir jetzt hier zu heikel, wie mich ist Mord. Dann hat es statt. Ich könnte hier vielleicht mein Leben verlieren. Ich lasse das jetzt sein und lösche meinen YouTube-Kanal halt nicht. Aber nein. So sehr den Leben zu, dass du sagst, lieber verliere ich mein Leben, als dass ich die Arbeit mache. Ja, Mann. Das finde ich wirklich wundervoll. Daran sieht man auch dein Stärke. Möge der Herr dich segnen. Aber keiner von uns gebührt die Ehre. Nicht mir, nicht irgendjemand anderem, sondern allein dem Herrn Jesus Christus. Ihm gebührt die Ehre. Nicht ich. Ich bin nur ein Sünder, der sich einfach traut, gewisse Dinge auszusprechen. Und die ganzen Geschwister hier haben auch Mut bewiesen, dass sie auch die ganzen Sachen geteilt haben, auch das Ganze nach vorne gebracht haben. Ja, bitte. Und jeder von uns hat seinen Beitrag dazu. Das sollte man jetzt dem anerkennen, was mit Herrn Jesus Christus alles tut. Ja, ich mag das nicht, wenn man mich immer so voll, weiß ich nicht was. Ich bin genauso wie du.
bisschen auf derselben Stufe. Ich bin weder was Besseres noch was Schlechteres als du. Ganz genau wie alle hier in diesem Chat. Alle meine Geschwister. Jeder macht irgendetwas auf seine Art und Weise. Ich bin halt immer so, dass ich brachial nach vorne gehe. So. Ich mag da sagen, dass halt nicht auf den Schleim, sondern weil das halt wirklich meine Meinung ist. Das hat nichts mit Schleim zu tun. Das ist mir halt immer, das hat nichts mit Schleim zu tun. Das ist mir immer so ein bisschen unangenehm, wenn man mich so voll erhöht. So, weißt du, klar, aus Liebe heraus verstehe ich das so. Aber jedem einzelnen Christen, der etwas für den Herrn tut, gebührt auch Ehre. Aber dem die wahrhaftige Ehre gebührt, ist dem Herrn Jesus Christus. Ja, das finde ich, sollte man dir trotzdem anerkennen. Ich wollte noch gesagt haben, falls wir uns im Herrn nicht mehr sehen, dann sehen wir uns hoffentlich im Himmelreich und dann werden wir himmlische Tage verbringen zusammen mit dem Herrn. Sehr schön gesagt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im richtigen Himmelreich, nicht in dem Himmelreich von dem Widersacher da. Von der anderen Glaubensrichtung da. Mit Al-Hudel Ain. Ja. Der Jesus Christus segne dich, mein Lieber. Der Herr möge dich und deine Familie segnen. Ich danke dir von vollsten Herzen für deine Arbeit, lieber Amir. Hör niemals damit Gott segne dich, mein Lieber. Hör niemals damit Gott auf. Segne Wenn dich. Wir uns hier nicht sehen, dann sehen wir uns im Himmel. Da gebe ich dir mein Versprechen. Amen, Amen. Sehr gut gesagt. Ich wünsche dir was, Amir. Mach's gut. Ich dir auch. Gott segne dich. Ciao, mein Lieber. Ja, ich werfe dich raus. Ciao. Gott segne euch, ihr Wundervollen, gesegnet des Allerhöchsten. Ihr Wundervollen. Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Du bist ein richtiger Speedy. Willst du mal was zeigen? Speedy Gonzales oder was? Bruder, hier ist dein Cousin, ja. Glaube ich, ne? Wer ist dein Cousin? Schau dir den mal an, Junge, der sieht aus wie du. Schau, Cousin! Sag schau, Cousin! Bruder! Ich bin hier im Zoogehege. Man sieht hier auch einige Muslime. Ja. Hier im Zoogehege. Oh, was bringt dir das, sowas zu machen? Sag mir mal bitte, was bringt dir das, sowas zu machen? Wie bitte? Was bringt dir das, sowas zu machen? Was bringt dir das, sowas zu machen? Warum kommt man, warum ist man so von seinem Gehirn her so untergestuft, dass man sowas machen muss? Was denn? Was war ich denn? Was war ich denn? Was? Da ist zu viel Gehirn. Ja. Ja, ihr habt das ja bestimmt gesehen. Ne? Ich habe ja heute ein Video gepostet von Dr. Yasser Khadi, diese berühmte Aussage von ihm, dass die Überlieferungen Löcher haben und dass einige erdrückt, also dass es einige Fragen gibt, die nicht beantwortet werden können über die Überlieferung des Korans. Ihr wisst gar nicht, was das für einen Schaden angerichtet hat, was Mohammed Hijab da mit Yasser Khadi da dieses Interview geführt hat. Zigtausende Muslime haben den Islam verlassen durch seine Aussagen, dass der Koran sozusagen nicht perfekt überliefert wurde, sondern dass es da Ungereimtheiten gibt. Und dann sind die Muslime natürlich sehr, sehr sauer gewesen. Einige haben dann weitere Nachforschungen angestellt und sind ungläubig geworden. Und dann gab es so Konvertiten, die aufgrund der Überlieferung des Korans eine Entscheidung für den Islam getroffen haben. Und dann müssen die auf einmal feststellen, dass Yasser Khadi sagt, ja, es gibt einige Ungereimtheiten in der Überlieferung. Und du weißt, dass sich das auch in deinen Büchern befindet. Und es gibt mehr Islamwissenschaftler, die nicht Muslime sind, als Muslime selber. Und du weißt, dass sie deine Bücher zitieren und du kannst nichts dagegen sagen. Einfach nur vernichtend. Einfach nur vernichtend. Ami hat Tiger gezeigt und meinte, der schaut aus. Ja, Leute, wir können doch nicht hier so ein, weiß ich nicht. Auch jetzt so Zoo und da Tiger zeigen, du bist Tiger und da sind die Affen, das sind dann diejenigen oder so, das brauchen wir nicht. Wir müssen
andere über andere Themen sprechen. Wenn er das jetzt gut gemeint hat oder was. Das spielt in dem Falle keine Rolle. Trotzdem müssen wir ein bisschen anders etwas rüberbringen. Euer Dr. Sheikh Abu Amir. Mufti Abu Amir, Entschuldigung. Ich hab ja eine Transformation hinter mir. Mufti Abu Amir, Mufti. Transformation. Mufti Abu Amir. Hol hoch, Bro. Warte, ich komme gleich wieder. Erst wenn ich wieder da bin, dann wird hochgeholt. Oh oh, 8% nur noch, warte mal. Mein Handy ist nur noch am Entladen. Das ist nicht mehr normal. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht gut. Deswegen müssen wir dementsprechende Maßnahmen ergreifen hier. Hetzlein, Hetzlein, alles muss verhetzt sein. Oh, ja, ist gut. Hetzlein, Hetzlein an der Wand. Wer ist der beste Hetzer im Land? Hetzer, Hetzer an der Wand. Wer ist der beste Hetzer im ganzen Land? Reza. Reza. Mein Bruder Reza, der ist der heftigste Hetzer im ganzen Land. Und danach kommt irgendwann mal ich. Hetzlein, Hetzlein an der Wand. Wer ist der beste Hetzer im ganzen Land? Dr. Sheikh Abu Amir und sein hetzerischer Bruder. Head Street Boys. Die Head Street Boys. Das ist heftig, ey. Der war gut. Head Street Boys. Ist das genial. Head Street Boys machen bald Konzert. Auch in deiner Stadt. Head Street Boys.
jeden Tag. Nein, fast jeden Tag damit zu tun. Jeden Tag damit zu tun. Du bist schon richtig kaputt, oder? So lange. So lange. Nicht wirklich voll. Head Street Boys ist immer wirklich gut. Die Head Street Boys sind so heftig. Man kann alles damit machen, ne? Oh, Hetzerei von Hetzereien! Einmal auf. Hetzilein! Du musst nicht traurig sein! Du musst nur Hetzi machen! Hetzilein, ich mach! Schätzelein! Hetzelein, du musst nicht traurig sein, du musst nur Hetzerei. Schuld war nur doch die Hetze. Das ist deine Toilette, warum machen die das immer wieder mit ihrer Hetzerfolge? Warum? Wie lange willst du noch Hetzerfolge? Das kann doch sein. Schämst du dich, den ganzen Tag zu hetzen? Ja, ich schäme mich. Das nicht. Besser, da ist doch der Punkt. Besser. Was? Ja. Da war schon wieder dieser komische Ton bei dir. Achso, ja, da muss ich mal kurz Kopfhörer wechseln. Warte. Jetzt ist gut. Hetzilein. Du musst nicht traurig sein. Schuld war doch der Wein. Ja, ihr Lieben, man kann sich eigentlich nur darüber so lächerlich machen, ne? So lustig machen, ne? Mit ihrer Hetzerkeule da. Das ist einfach nur lächerlich. Dann kriegen die genau das von meinem Bruder und mir. Ne? Dann kriegen die dann schon wieder die Hetzilein, Hetzinator. Und die Head Street Boys. Das ist unglaublich, ey. Reza. Ja. Was bist du wieder am Hetzen den ganzen Tag? Ja. Reicht dir das lang? Ja, kannst du denn nichts anderes als hetzen, Reza, bitte. Ja, du bist der Oberhetzer. Das kann doch nicht wahr sein. Hörst
Ja, gutes Hetzen muss gelernt sein. Das muss dir im Blut sein. Das muss dir gegeben sein. Als Talent. Sonst wirst du trainieren, aber du wirst niemals Weltmeister werden in Hetzerei. Lisa, wie wär's denn, wenn du zum Supertalent gehst? Hetzerei muss talentiert sein. Lisa, was Deutschland sucht den Superhetzer. Genau, Deutschland sucht den Superhetzer. Wärst du nicht dann derjenige, der gewinnen würde, Lisa? Ja, ich würde Finale nicht schlagen, ganz klar. Keiner kann so heftig hetzen. Oh ne, da ist wieder der Apple iPhone. Geh mal bitte raus. Ich hab kein iPhone vom Apple iPhone. Nee. Amir. Ja? Kannst du mich später abholen? Ich will eine Überlieferung vorlesen. Später, okay? Was? Hörst du mich? Ja. Hallo. Hallo? Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ich höre dich. Kannst du mich später holen? Dann lese ich eine Überlieferung vor, okay? Nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Jetzt. Kannst du mich später nochmal hochholen? Dann lese ich eine Überlieferung vor, okay? Sprech mal bitte lauter. Warte mal kurz. Hörst du mich? Ja, warte, ich muss mal meine... Jetzt höre ich dich. Jetzt habe ich meine Kopfhörer verbunden. Kannst du mich später nochmal hochholen? Dann lese ich die Überlieferung vor, okay? Später. Von was? Von was für eine Überlieferung? Du wirst dich kaputt lachen, keine Sorge. Okay, mein Lieber, bis später. Ciao. Später. Reza! Ja? Reza! Ja? Wieso gibt es noch so etliche Christen, die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen, Reza? Die sagen zwar, Jesus ist so göttlich, aber er ist nicht so der Weg mit dem Vater. Wo ist der denn jetzt hin? Was ist denn jetzt passiert? Komm rein, Reza. Reza ist weg. How I hate your mother. komm, Apple iPhone, ein bisschen wieder aufregend mit dir. Assalamu alaikum. Grüß Gott. Oder Shalom. Grüß Gott. Wie gefällt es dir am besten? Shalom. Such dir was aus. Du hast heute einen schönen Tag. Fanboys da, habe ich gesehen. Die feiern. Fanboys? Ich hab keine Fanboys. Das sind
Das sind Geschwister, die mich lieben und ihre Liebe zum Ausdruck bringen und sagen, das, was du machst, ist wundervoll. Hey, kennst du das? Ja, dein Bruder ist auch da, ne? Ich glaube, ja, jetzt ist ja, er da. Ja. Ja. Servus, Leser, wie geht's? Hallo, mein Lieber. Ja, danke, dem Herrn Jesus gut. Ja, das hoffe dir auch. Das freut mich. Dankeschön. Mir geht's auch. Bevor ich weiterrede, möchte ich gerne ein Testament machen. Weißt du, wie diese ganzen Stars, die dann umgebracht werden, weißt du, die dann sagen vorher, ich bringe mich nicht um. Weil nicht, dass dann aussieht, als ob ich mich selber gekickt habe. Wenn ich gekickt werde, hast du mich gekickt. Weil, ja, wenn ich sehe, dass du auf ignorant schaltest, dann bringt. Nein, ich beleidige mich. Das auch nicht. Wenn du in Predulie kommst, dann schmeißt du einen raus. Weißt du? Ich habe nicht gesagt, ja, beleidigen ja sowieso. Ich habe nicht gesagt beleidigen. Ich habe gesagt, wenn du auf ignorant schaltest und uns nicht mehr zuhören willst und nichts mehr für dich annehmen willst, dann bringt das ja auch nichts mehr. Ach so, ja, okay. Da hast du auch nicht. Kein Problem. Also, guck mal, was ich sagen wollte. Ne? Du siehst ja beim letzten Mal, was da passiert ist. Jeder erinnert sich an dich. Ja, ist doch schön. Bleib den Eindruck hinterlassen. Ja, katastrophalen Eindruck hinterlassen. Glaubst du an das Alte Testament? Ja, du glaubst auch daran. Ja, ich frage dich doch. Ja, ich frage dich, glaubst du an das Alte Testament? Ja. Ja, glaubst du an das Alte Testament? Ich? Ja. Eigentlich nicht. Ja, wie? Der Allah sagt doch, dass er das herabgesandt hat und dass du das daran glaubst. Was heißt das meiner Meinung nach? Wann wurde das verfälscht? Ja. Wann wurde das verfälscht und wie wurde das verfälscht? Ja, wie wurde das verfälscht? Keine Ahnung, wann, wo, wie. Also die Tora ist verfälscht, ne? Also du glaubst, dass das nicht verfälscht? Stell dir mal vor, weil ich hätte eine Schrift und da steht, der Koran ist verfälscht. Und dann sage ich zu dir, ja, was wurde denn verfälscht? Und du sagst dann zu mir, also ich sage dann zu dir, ja, in meiner Schrift steht es einfach da drinnen. Meinst du nicht, dass du auf den Gedanken kommst, dass du eine Irrenanstalt anrufen könntest und mich dann da einweist? Ja gut, also es wurde nicht verfälscht. Natürlich nicht. Du weißt doch, wie akribisch die... Du siehst doch, wie... Mein Lieber, hallo! Ja, ich hör zu. Lass doch erstmal einen ausreden und dann kannst du reden. Du siehst doch, dass die Juden sehr, sehr akribisch vorgegangen sind, was ihre Tora angeht. Da kann doch keiner hinkommen und einfach sagen, die Tora sei verfälscht. Die Juden sind in ihren Schriften sehr bewandert. Du kannst nicht einfach sagen, die Tora ist verfälscht. Das ist eine Propaganda, das ist eine Lüge, Mann. Wenn du auch nur gewagt hättest, einen Buchstaben von der Tora zu verändern, die Juden hätten dich umgebracht. Gut, bist du fertig? Darf ich auch das sagen jetzt? Okay, gut. Also, du weißt schon, dass im Alten Testament, also in der Bibel, Sklaverei gibt. Bringst du meinen Sklaven um? Ja. Hab ich deinen Sklaven umgelegt? Nach 7 Jahren. Was? Bringst du meinen Sklaven um? Deinen Sklaven umgelegt? Nach 7 Jahren kannst das ist du die, das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip von Mohammed. Der hat Auge um Auge, Zahn um Zahn falsch verstanden. Da kennst du dich dein eigenes Gesicht aus. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt, wenn du jemanden tötest, wirst du getötet. Merkst du was? Aber bei der Mohammed hat das bist. Falsch gemacht und hat gesagt, wenn du jemanden tötest, also wenn du einen Sklaven tötest, dann wird dein Sklave getötet. Guck dir das wir mal an. Wir sind doch gerade bei der Bibel. Glaubst du an eine Bibel? Ja, du zitierst aber falsch. 4 Worte. Ich glaube an eine Bibel, die damals den Juden offenbart wurde. Die Sklaverei eine Tagesordnung war, ja. Und ich glaube auch daran, dass der Mohammed ein falsches Evangelium gebracht hat, was nicht der... Ja, wenn du das so siehst und die alten Schriften aufschlägst, dann siehst du doch, dass der... Gut. Was ich mache, ist Sklaverei etwas Schlechtes dann für dich? Gut. Wenn der Gott sowas befohlen hat, ist das etwas Schlechtes für dich? Für mich ist das nicht konform, dass Gott Sklaverei befürwortet. Wie kannst du ein Muslim sein? Lehn dich die Bibel ab. Siehst, das meine ich, wenn man mit dir diskutiert. Du bist ein unwissender kleiner Junge, der einfach irgendeinen Blödsinn erzählt. Also wie kannst du dich denn Muslim nennen? Wie kannst du dich denn Muslim nennen, wenn du die Sklaverei nicht befürwortest? Das ist doch Quatsch. Ich kann sagen, ja, mein Herr hat das sozusagen im Neuen Testament ein Update gegeben und wir haben keine Sklaverei mehr. So.
Das hat er dem Volk Israels gegeben. Alles sein altes Testament, den alten Bund. Und wir stehen im neuen Bund mit Jesus Christus. Aber dein Gott befürwortet die Sklaverin und sagt sogar, dass man gefangene Sklavinnen dann auch vergewaltigen darf. Was sagst du denn dazu? Ganz schön reden. Ganz alles schön zeigen, zeigen, zeigen. Rumschlängeln. Nein, fertig, raus. Ja, das hat nichts mit Rumschlängeln zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass ich direkt nachdenke, was du da sagst. Das kann jeder nachlesen. Ich lüge nicht. Zweiter Punkt. Was denn? Zweiter Punkt. Was denn? Was ist der erste Jesus, Punkt gesagt? Jesus kam mit der Wahrheit. Oder? Sein Wort ist die Wahrheit. Für mich ist sein Wort auch die Wahrheit. Aber sein ja, warum, Wort warum glaubst du ihm dann nicht? Ich glaube ihm. Warum glaubst du ihm dann Jesus. Nicht? Er sagt doch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie kann er sagen, dass er die Auferstehung ist? Gut, ein Moment. Ist das nicht ein Name von Allah, die Auferstehung? Du hast der das Leben gibt, Schreder. Jesus Christus gibt dir das Leben. Gut, dann sage ich dir mal was. Guck mal. Ja, aber du sollst an die Worte, du sagst, ja, aber ich frage dich, du glaubst an die Worte des Herrn Jesus Christus. Warum glaubst du dann nicht an die Worte des Herrn Jesus Christus aus der Bibel? Ich lass dich immer ausreden, du lässt mich nicht ausreden. Wie du? Darf ich jetzt weiterreden? Erteilst du mir das Wort? Ja, rede doch. Okay, gut. Jesus, seine Worte passen nicht zur Bibel. In der Bibel gibt es Mord und Totschlag. Jesus ist ein Pazifist. Selbst wenn du deinen Eltern nicht erst sollst, sie getötet werden, dann kommt hunderte Taufe Zeit vor, dass du getötet werden sollst. Gott. Der Bibel. Okay, und Jesus ist irgendwas zu, er hält sich an die andere Macht. Also passt Jesus gar nicht mit der Bibel, ist gar nicht bibelkonform. Zweitens, Jesus, seine Lehre passt doch nicht zur Bibel. Und das doch, mein Lieber, genau. Sie passt sehr, sehr konform. Du musst doch heilsgeschichtliche Tatsachen berücksichtigen und alles. Ist klar. Du kannst ja nicht einfach sagen. Natürlich passt das Wort zum. Im Alten Testament steht doch schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht das da nicht? Ja, aber da steht auch, dass du morgen, dass du töten sollst. Nein, da steht nicht, dass du töten sollst. Sondern Gott hat sein Bann vollstreckt. Gott hat ein ganzes Volk umgebracht. Gott ist doch für dich Jesus. So. Hat dein Gott ein ganzes Volk umgebracht? Hat dein Gott ein ganzes Volk umgebracht? Ja, ne? Ich rede ja von deinem Gott gerade. Ja, ich rede auch von deinem Gott. Du machst mir einen Vorwurf, ja, dann kann man dir auch einen Vorwurf machen. Ja, lass mal auch über deinen Gott reden. Ja. Also, lass mal dein Gott reden. Ja, also, das passt doch nicht zu Jesus. Die Bibel passt null zu Jesus. Natürlich passt das zum Herrn Jesus. Absolut nicht. Natürlich passt das zum Herrn Jesus. Aber sowas. Wir glauben, mein Lieber, wir glauben, dass Gott sowohl Zorn ist als auch Liebe. So, und seine Liebe hat er auch. Warte. Seine Liebe hat er dadurch erwiesen, als er Mensch geworden ist. Aber du siehst durchweg der Geschichte, dass Gott sowohl seinem Volk Gesetze gegeben hat und sie mussten sich da auch daran halten. Und wenn zum Beispiel dass Israel im Götzendienst verfallen ist, dann hat natürlich Gott etwas dagegen gehabt, verstehst du? Gott ist ja Jesus, und oder? Wenn diese Völker drumherum, mein Lieber, wenn die Völker drumherum sehr, sehr bösartige Sachen gemacht haben, beispielsweise ihre Kinder geopfert haben, würdest du nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Gott wärst und das mit ansehen würdest, würdest du nicht dann dieses Volk, das ihre Kinder da gerade am Töten ist, am Verbrennen ist? Natürlich, in seiner göttlichen Form. Natürlich, in seiner göttlichen Form. Natürlich, in seiner göttlichen Form hat er den Befehl gegeben. Okay, natürlich, in seiner göttlichen Form hat er den Befehl. Er ist sowohl barmherzig im Alten Testament als auch im Neuen Testament. So. Ja, ist klar. Ja, ja nee, wie, ja, ist klar. Mordbefehle, Todbefehle in der Bibel sind.